Hello there, meine Weltraumkinder. Ich hoffe, das tut nicht Cancer oder so. Das ist das erste Mal, dass ich diese Begrüßung verwende. Will ich vielleicht noch ein bisschen üben? Egal. Ich wollte heute mal über meine ersten Erfahrungen mit 1P-LSD reden. Das sind auch allgemein so meine ersten Erfahrungen mit Psychedelika. Und ich weiß nicht mehr genau auswendig, was so bei welchem Trip war. Deswegen sage ich das so grob auch nach der Dosierung. Und manche Sachen werde ich auch so wie immer total chaotisch erzählen. Also irgendwie zusammenpacken. Ich weiß noch nicht genau wie. Ich weiß jetzt nicht genau, ob hier überhaupt irgendwas Brauchbares dabei rauskommt, was ich dann irgendwie zusammenschneiden kann. Ich werde es einfach mal probieren. Wie es dazu kam, dass ich Psychedelika das erste Mal genommen habe, war, ich war in einer Klinik. Die Klinik war scheiße, dadurch ging es mir total schlecht. Ich habe die Therapie abgebrochen, obwohl ich eigentlich normalerweise so Therapien immer durchgezogen habe. Und hatte dann so eine Art Bucketlist mit Sachen, die ich noch in meinem Leben so irgendwie machen will. Und da war eben LSD auf der Liste. Und in der Klinik habe ich halt jemanden kennengelernt gehabt, mit der ich mich ziemlich gut verstanden habe und mit der ich auch jetzt noch Kontakt habe. Und die hat mir halt so erzählt, dass es so etwas Mysteriöses namens 1P-LSD gibt. Und ja, dadurch bin ich eben auf diese Substanz gestoßen. Wir beide haben uns dann getroffen und diese Substanz ausprobiert. Angefangen haben wir mit 50 Mikrogramm, da wir erst einmal so schauen wollten, wie das so bei uns wirkt. Weil klar, wir hatten uns vorher so ein bisschen informiert, aber das ist ja bei jedem Menschen auch noch irgendwie ein bisschen anders. Und deswegen fanden wir es halt einfach sicherer, erstmal mit einer niedrigeren Dosierung anzufangen. Wir haben es dann Stück für Stück immer erhöht. Dann beim zweiten Trip reden, ach, schon wieder, ist immer dasselbe, hatten wir 100 Mikrogramm. Ich habe gerade eine 1 hochgehalten, aber ich bin vom zweiten Trip rede, das ist egal. Tut mir so, als wäre es nicht passiert. Beim dritten Trip hatten wir, glaube ich, 125. Dann haben wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir die 150 gemacht haben oder gleich 175, ich weiß es nicht mehr. Dann habe ich zwischenzeitlich alleine nochmal 50 Mikrogramm genommen und dann hatten wir eben die 175. Und danach habe ich nochmal 200 Mikrogramm genommen, dazu werde ich am Ende noch was sagen. Das werde ich aber inhaltlich nicht in diesem Video schildern. Ich werde nur auf die anderen Dosen hier eingehen. Und ja, wir haben es auf jeden Fall genommen. Sie kam zu mir, wir waren in meiner Wohnung. Wir haben irgendwann dann so ganz leicht supplement irgendwie gemerkt, dass unsere Wahrnehmung von der Umgebung irgendwie verändert ist. Konnten es aber nicht so direkt in Worte fassen. Es war so, dass wir so minimal vielleicht Optics hatten, aber halt so wenig, dass man nicht genau sagen konnte, was man jetzt genau sieht. Das hat sich dann so auf leichte Lichtflecken beschränkt. Und meine Freundin hatte dann auch so ein Handyspiel, was sie zu der Zeit die ganze Zeit gesuchtet hat. Da muss man so zweifarbige Punkte immer mit so einer Linie verbinden und es auf so einem Feld und so, dass es mit den ganzen Linien irgendwie passt. Und irgendwie ist sie dann während dem Trip so voll in den Flow da reingekommen und hat die ganze Zeit das gesuchtet. Und ja. Wir haben dann irgendwie Hunger bekommen und ich weiß noch, dass ich da Ciabatta-Brot zu Hause hatte und aus irgendeinem Grund haben wir das trocken gegessen. Ich weiß nicht mehr genau warum. Vielleicht war nichts anderes da. Eigentlich wäre schon was da gewesen. Vielleicht waren wir auch einfach zu faul. Auf jeden Fall hat das Brot tatsächlich gut geschmeckt, was mich aber total verwundert, weil man kriegt ja viele Sachen so gar nicht richtig runter, wenn man auf einer Psychedelika ist. Brot kriege ich komischerweise aber runter und es hat einfach sau gut geschmeckt. Also eine Freundin meinte, dass es das beste Brot in ihrem Leben war und irgendwann sind wir dann halt auch rausgegangen, weil wir halt schon von so Erfahrungsberichten gehört hatten, dass ja, die Wirkung eigentlich mitunter so am schönsten in der Natur ist. Meistens sind wir so, bei mir in der Nähe gibt es so ein Naturschutzgebiet, sind wir reingelatscht oder zum Sportplatz
Und auf jeden Fall haben wir uns dann beim Sportplatz mit meiner Hello Kitty Decke hingepflanzt. Irgendwann hat die Decke dann auch den Namen Hello Trippy bekommen, weil ich sie halt sehr oft bei solchen Erfahrungen dabei hatte. Und kurz vor diesem Trip habe ich auf dem Flohmarkt einen riesigen Patrick-Kuscheltier-Dingsbums gefunden. Und aus irgendeinem Grund kam ich dann auf die Idee, den mitzuschleppen. Und irgendwie wurde das dann auch, weiß nicht, so eine Art Tradition, dass ich immer diesen Patrick mitschlepp. Und wir haben dann halt auch Melone mitgenommen. Ich hatte so voll viel Obst eingepackt. Und dann haben wir uns da eben hingepflanzt. Und auf dem Weg war es dann so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, als hätte ich so eine Art rosa Instagram-Filter irgendwie drauf. Also, als wären die Schatten oder so, hatten die alle so einen leichten rosa Unterton. Genauso halt auch im Himmel oder bei irgendwelchen Pflanzen, wo ich hingeschaut habe. Und ansonsten beschränkte sich der Trip eigentlich darauf, dass wir auf dieser Decke rumsaßen, Melone gegessen haben, die ganze Zeit das Gefühl hatten zu sabbern beim Essen und versucht haben, uns die Ameisen vom Leib zu halten und ja, die blöde gekichert haben. Also meine ersten Psychedelika-Erfahrungen waren jetzt, ja, man macht es ja eigentlich oft auch, um sich selber zu ergründen. Ich habe die ersten paar Male aber eigentlich nur rumgeblödelt. Aber sowas ist auch mal schön. Sowas hat einfach auch seine Berechtigung, finde ich. Und ja, dann sind wir halt eben wieder zu mir. Bei meiner Freundin war es dann die ersten paar Male, das hat sie auch immer noch, so immer wenn die Wirkung nachlässt, man das nach ein paar Stunden merkt, dass es halt irgendwie weniger wird, dann ist sie sehr oft so ein bisschen frustriert, weil es halt heißt, dass sie nach Hause muss. Deswegen ist es bei ihr manchmal so, dass sie ab einem gewissen Punkt nicht mehr so die krass gute Laune hatte, die wir da oft hatten, wo wir dann so blöd rumgekichert haben. Ja, aber ich denke, wenn man das halt einfach zulässt und weiß, dass man die Erfahrung ja jederzeit wiederholen kann, ist es eigentlich auch nichts Schlimmes. Ich merke jetzt schon, das Video wird chaotisch, weil mir fällt gerade ein, wir waren nicht nur im Naturschutzgebiet. Einmal kam ich dann auf die Idee, mitten in die Innenstadt zu gehen und uns an diesen Fluss hinzusetzen, der durch meinen Ort fließt. Und auf jeden Fall saßen wir dann dort und ich wurde dann aber so, weiß nicht, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Da so nur 20 Meter weiter dann irgendwelche Typen rumsaßen. Also sind wir dann auf die andere Seite vom Fluss gegangen und haben uns dorthin gepflanzt. Ich hatte auch extra noch mehr Obst gekauft als beim letzten Trip. Ich habe völlig übertrieben bei dem Mal. Das Ganze wollte ich dann auch irgendwann mal festhalten und malen, wie ich das so empfunden habe. Eigentlich habe ich das Bild bis heute noch nicht fertig gemalt, weil ich zu faul war. Ja, irgendwann sind wir aber wieder zu mir nach Hause gegangen, weil ja, die Leute waren halt einfach irgendwie ein bisschen awkward. Also wir waren halt mitten in der Innenstadt und saßen bei dieser kleinen Wiese. Die war vielleicht nur so 5 Meter breit und die halt so direkt im Fluss war. Und direkt daneben war halt so ein Weg, wo die Leute in der Innenstadt entlang gelaufen sind. Und ja, ich habe mich einfach so awkward gefühlt. Nicht, dass sie das irgendwie merken, dass wir drauf sind und so, obwohl es eigentlich total unwahrscheinlich ist, dass sie das merken. Aber ja, ich frage mich, was ich mir bei dem Setting gedacht habe. Klar, so am Fluss chillen ist voll die geile Idee, aber doch nicht mitten in der Innenstadt. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Dann sind wir beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ins Naturschutzgebiet gegangen, weil wir das angenehmer fanden. Dort war es dann, glaube ich, so, dass ich irgendwie immer weiter laufen wollte.
Meine Freundin hatte aber überhaupt keine Lust und wollte nur, dass wir uns endlich gemütlich irgendwo hinpflanzen. Auf dem Weg haben wir da eine Schnecke entdeckt. Ich glaube, das war beim dritten Mal und nicht beim ersten Mal. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und wir haben dann beschlossen, diese Schnecke so ein Stück mitzunehmen. Sie ist uns leider runtergefallen. Es war nicht so dolle. Also ja, es war zwar lustig, dass wir die Schnecke so mitgenommen haben. Und es war auch voll cool, mal so ein Tier so richtig intensiv wahrzunehmen. Ich habe noch nie eine Schnecke so genau angeschaut wie in diesem Moment. Aber ja, auf Psychedelika mit Tieren umgehen ist halt nur für jemanden was, der schon relativ Erfahrung hat. Und man kann halt auf jeden Fall tollpatschiger sein als sonst. Und ja, der Trip hat ein Schneckenleben gekostet, leider. Ich habe dann aber auch so eine Schnecke dann in eins meiner Bilder reingemalt, als Erinnerung für die Schnecke. Dann war es so, dass ich irgendwie weg vom Weg wollte und mitten durch so ein Gebüsch gelatscht bin, weil da so eine Art, ja nicht direkt Sumpf, aber so Teich mit viel Matsche, ich weiß nicht, war. Und wir haben dann dort Entenbabys gesehen, das war voll süß. Aber es war einfach so furchtbar, sich durch dieses ganze Gebüsch zu wursteln. Und ich wollte dann halt auch, dass meine Freundin mitkommt. Und die hatte eigentlich so überhaupt gar keine Lust und wollte sich eigentlich nur endlich wo irgendwo hinsetzen. Und ich wollte halt unbedingt dahin. Irgendwann haben wir uns dann endlich wohin gesetzt. Und haben dann eben wieder bei diesem Bolzplatz da gechillt. Also dieser Bolzplatz war ziemlich in der Nähe von dem Sportplatz, deswegen habe ich vorhin Sportplatz gesagt. Und wir hatten dann halt auch so leichte Optics im Himmel. Das heißt, dass da irgendwie so leichte Muster im Himmel waren. Ja, die haben sich halt so leicht wie so ein Kaleidoskop. Aber nicht ganz so intensiv, würde ich es vielleicht beschreiben. Ja, wir haben wie immer viel gekichert. Es war halt oft so, dass zum Beispiel jemand was gesagt hat und ein paar Sekunden später hatten wir eigentlich keine Ahnung mehr, was wir gerade eben noch geredet hatten. Und es führte dann halt auch manchmal dazu, dass wir einfach nur irgendwie voll angefangen haben zu kichern oder teilweise auch über die Klinikzeit irgendwie lachen mussten. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Trip das war, aber irgendwann kam mir auch auf die Idee, Videos auf YouTube anzuschauen. Und ich weiß nicht mehr genau warum. Wir sind dann irgendwie auf dieser Sparte von Satisfaction-Videos gelandet. Ich habe mir sowas eigentlich davor noch nie angeguckt. Wer es nicht kennt, keine Ahnung, es sind halt einfach Leute, die Slime irgendwie zerteilen oder irgendwie zermanschen oder irgendwelche anderen Sachen irgendwie so zerteilt werden und es voll so aesthetically pleasing ist. Und ja, also eigentlich schaue ich mir sowas nicht an. Aber irgendwie war das dann irgendwie voll lustig. Und dann kam mir irgendwie auf die Idee, Happy Tree Friends anzuschauen. Komischerweise hat das bei mir aber jetzt nicht zu einem Bad Trip oder so geführt. Also irgendwie, es war echt verdammt dumm, dass ich das gemacht habe. Aber lustig. Aber ganz ehrlich, wiederholen würde ich sowas nicht. Das ist eigentlich ziemlich riskant. Ich würde sowas auch absolut nicht nachmachen. Genau, was der Grund war, warum wir, bei dem einen Trip auch längere Zeit in meiner Wohnung verbracht haben und Videos angeschaut haben, war, dass wir beim Trip davor von einem alten Opa angebaggert wurden. Es war total furchtbar. Also wir saßen da halt auf dem Sportplatz bzw. Bolzplatz mit unserer Decke und der kam da mit seinem Fahrrad über den Rasen geradelt. Ja, also und vor ihm voraus halt sein Hund und wir dachten dann zuerst, dass er vielleicht irgendwie versucht, seinen Hund zu stoppen. Der hat dann irgendwie so gesagt, dass es nicht geht, dass so zwei junge, hübsche Mädchen hier mit Kleidung irgendwie rumhocken. Also hat irgendwie so impliziert, dass wir uns ausziehen sollen. Ich habe ihm dann gesagt, dass er sich verpissen soll und wir sonst die Polizei rufen. Es hat sogar funktioniert.
Also Polizei, das Wort kommt bei solchen Idioten ziemlich klar an. Und wir haben uns dann halt auch wieder in meine Wohnung verzogen danach. Vielleicht haben wir auch danach die Videos angeguckt, oder? Es war beim Mal danach. Also ich habe keine Ahnung, wie gesagt, das Ganze ist ziemlich chaotisch. Und ja, das hatte uns dann erstmal auch richtig so die Stimmung versaut, weil wir da eigentlich nur gemütlich chillen wollten. Und dann kam halt einfach so ein respektloser Mensch. Und vor allem, wenn man in so einem Zustand ist, kann einen ja sowas voll die schlimmen Ängste hervorrufen. Es ist zum Glück aber bei dem Mal nicht passiert, obwohl es eigentlich voll in die Hose hätte gehen können. Ich find's traurig, aber es ist auf jeden Fall besser, wenn man dann irgendwo draußen unterwegs ist und dann auch irgendwie einen Typen dabei zu haben, damit sowas halt nicht passiert. Weil, ja, also mich kotzt sowas ziemlich an. Fällt gerade auch noch ein, dass ich auch mal alleine dann 50 Mikrogramm genommen habe. Und ja, einfach mal so ausprobieren wollte, wie das so alleine ist. Damals hatte ich leider einen ziemlich toxischen Freundeskreis. Und ja, vielleicht mache ich mal sogar ein ganzes Video darüber, ich weiß es nicht. Aber es war halt dann oft so, dass zum Beispiel alles, was ich gesagt habe, als unlustig irgendwie gegelten hat. Und es war dann halt auch so, dass ich dann eben das genommen hatte. Ich hatte niemandem was gesagt. Und dann bei meinen Freunden war. Bei mir kann die Substanz halt eben dazu führen, dass ich auch total anfange irgendwie rumzublödeln. Das hat man ja auch besonders in diesem einen Trip-Vlog gesehen, wo ich irgendwann angefangen habe, mich durch die Wiese zu wälzen. Das war ziemlich schön. Und ich hatte keine Zecken danach. Ja, aber dadurch, dass ich in dem Umfeld so abgelehnt wurde, hat es mich dann halt innerlich total verunsichert, wenn ich dann halt irgendwelche, keine Ahnung, komische Witze machen wollte. Aber das ist dann halt als scheißegal. Irgendwann habe ich den anderen auch gesagt, dass ich was genommen hatte. Das fanden die dann alle ziemlich kacke. Also die Freundin von dem einen ehemaligen Kumpel von mir. Ich fand das Ganze so auf jeden Fall interessant. Sie war auf jeden Fall diejenige, die mich nicht fertig gemacht hat. Die war eigentlich echt auch voll nett. Also ich würde gerne noch weiter mit der Kontakt haben, aber sie ist halt eben mit diesem ehemaligen Kumpel von mir zusammen und der hat mir halt einfach leider nicht gut getan. Auf jeden Fall sind wir dann an dem Abend in den Club gegangen. Ja, also es war, glaube ich, einfach keine gute Entscheidung, dass ich an diesem Abend was konsumiert hatte. Es war nämlich wie so eine Art Eröffnungsfeier von dem Club. Der hatte irgendwie geschlossen und dann hatte der wieder aufgemacht. Es war halt einfach rappelvoll. Die Luft war so übel. Also das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben erlebt. Sie war im Prinzip schlimmer, als wenn es 38 Grad hat im Sommer. Ja, es war ein einziges Gequetsche. Und ja, am Anfang hatte ich selbst darin irgendwie noch Spaß und wollte dann irgendwie tanzen, aber mein Ex hat nicht gerne getanzt. Deswegen war das so, ich stand dann halt irgendwie blöd rum und wusste nicht, was ich machen soll. Und irgendwann sind wir dann halt wieder raus, weil wir es alle irgendwie scheiße fanden. Die Schlange zum Rausgehen war tatsächlich länger als die Schlange, die wir zum Eintritt da gestanden waren. Weil wir scheinbar nicht die einzigen waren, die das ziemlich kacke da drin fanden. Und es war dann halt so, dass es halt so überhaupt nicht vorwärts ging. Es war laut, es war warm. Es war eng zwischen den Leuten
Und ich hatte dann beinahe eine Panikattacke deswegen. Also es kam dann irgendwie so voll die Angst hoch, weil ich halt einfach nur noch raus wollte. Es war dann aber wieder besser, als ich draußen war. Ja, und ich würde halt echt auch nie wieder in so einem Mainstream-Club Psychedelika nehmen. Das ist absolut nicht dafür geeignet als Setting. In einem Club würde ich das wahrscheinlich auch nur machen, wenn das halt vielleicht eine reine Goa-Veranstaltung ist und es da auch so wenig Alkohol wie möglich gibt. Was ich jetzt noch zu den vorherigen Erfahrungen sagen will, ist, dass ich, bevor ich das Ganze konsumiert hatte, ich manchmal auch, das klingt kacke, aber es ist so, Kleinigkeiten gesehen habe. Und es war irgendwie amüsant, als ich dann 1P-LSD das erste Mal genommen hatte, war ich tatsächlich ein bisschen frustriert, weil das von der Wirkung jetzt nicht so arg den Unterschied gemacht hat zu dem, was ich auch so ab und zu schon gesehen habe. Bei mir war es dann halt so, dass ich mir zu dem Zeitpunkt nicht viel dabei gedacht habe, dass ich solche Sachen sehe, weil mir halt immer gesagt wurde, dass es nur durch Dissoziation kommt. Im Nachhinein würde ich sagen, dass es auf jeden Fall schon so Vorzeichen für eine Psychose waren. Aber es wurde dann halt leider in den Kliniken nicht ernst genommen. Und was ich jetzt eben auch noch sagen will, ist für die eine Erfahrung, wo ich dann 200 Mikrogramm genommen habe, war, dass das dann eigentlich so das war, was viele Leute unter so einem klassischen Bad Trip verstehen. Also davor war es auch immer wieder so, dass meine Stimmung immer wieder vielleicht so ein bisschen gekippt war. Mir ging es aber dann nicht komplett scheiße und danach halt auch nicht, als die Wirkung wieder vorbei war. Aber als ich eben diese Dosierung hatte, kamen halt Sachen hoch, die in mir schon waren, mit denen ich halt noch nicht richtig umgehen konnte oder nicht genau wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich mag das Wort Bad Trip eigentlich auch nicht, weil der Trip war halt nicht komplett kacke. Die ersten paar Stunden ging es mir gut. Und im Nachhinein würde ich auch sagen, dass ich dadurch auch ziemlich viel über mich selbst gelernt habe. Und das Ganze auf jeden Fall auch etwas extrem Positives für mein Leben hatte. Also deswegen fände ich statt Bad Trip eher eine schwierige Erfahrung irgendwie besser vom Wortlaut her. Was kann ich euch empfehlen? Je mehr ihr im Reinen mit euch seid, umso besser kann man natürlich auch mit so einer Erfahrung umgehen. Und umso, ja, sicherer ist es auch, sowas zu konsumieren. Man sollte sich halt bewusst sein, dass Psychedelika das verstärken, was schon vorhanden ist. Und wenn gerade schwierige Sachen irgendwie im Leben bei einem vorhanden sind, kann es halt durch Psychedelika verstärkt werden. Und es kann auch was Gutes sein, weil man dann das vielleicht auch verarbeiten kann. Wenn man aber noch nicht weiß, wie man das verarbeitet, kann es halt für einen ziemlich schwierig sein. Also diese komplette schwierige Erfahrung werde ich dann in einem anderen Video mal komplett erklären. Weil, ich mache das nicht hier, weil das sicher genauso lang dauert wie dieses komplette Video jetzt hier. Und ich denke, das ist, glaube angenehmer zum Anschauen, wenn ich das in zwei Teile teile. Außerdem habe ich Lust dazu, das in zwei Teile zu teilen. Ich hoffe, wenn ihr dann eure ersten Psychedelika-Erfahrungen habt, macht ihr nicht diese ganzen Dinge, die ich gemacht habe, die jetzt nicht unbedingt safe for use waren. Also sowas wie in den Club gehen, wenn man noch nicht viel Erfahrung hat auf so einer Substanz. Und besonders dann in einen Club zu gehen, der randvoll ist und voller Leute, die Alkohol trinken. Und schaut kein Heavy Tree Friends an auf Psychedelika. Das kann zwar echt lustig sein, aber
Das kann auch voll in die Hose gehen. Also macht sowas bitte nicht. Das ist blöd. Tschüss.